der Junge? Er soll doch den Zaun streichen. Hier bin ich. Ich bin hier. Ich habe keine Lust zum Streichen. Was ist das denn? Ich dachte, Kobolde gibt's nur im Märchen. Sag mal, so ein Kobold hat den Nils geschrumpft. Ja, geschieht ihm recht. Ja, der Nils ist auch immer so bösartig. Nils Holgersson ist ja ein richtig dickes Buch. Da muss man sich entscheiden, was möchte man genau erzählen. Und wir haben uns dafür entschieden zu erzählen, Nils Holgersson ist ein Tunichtgut. Und zwar einer der ganz üblen Sorte. Der hat keinen Respekt vor nichts und niemandem. Seine Eltern sind verzweifelt, die Tiere quält er alle auf dem Hof. Und auf einmal, 1, 2, 3 Zauberei, kommt ein Kobold und verwandelt ihn in einen Winzling. Wir sind den Jägern entkommen. Dank dir. Kleiner Nils, denk mal an uns, wenn du wieder groß bist. Ach, wenn ich das jemals werde. Ach, der Junge fehlt mir so, so sehr, dass es wehtut. Stopp, 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 stopp! Ich habe ein Jahr auf dich gewartet. Aber jetzt habe ich keine Zeit. Ich muss meine Freunde retten. Martin? Martin, ich komme! Hier oben ist alles einfach. Und man ist irgendwie nur glücklich. Und erst als Winzling, mit den Gänsen auf der Reise, erlebt Nils, was ist eine Gemeinschaft? Wie fühlt sich das an? Was ist, wenn ich zu jemandem bösartig bin? Und da verhalten sich Tiere ganz anders und insbesondere sein guter Freund, der Martin, zeigt ihm sehr genau, was passiert, wenn man böse zu jemand anderem ist. Wir erleben Nils aber später, wenn er schon mit den Wildgänsen auf der Reise ist. Da kommt es mal zu einer Situation, da schleicht ein Fuchs umher. Ein Fuchs ist gefährlich und zwar für seinen Freund. Und da setzt er alles, was er an Aggression so hat und was er kann. Und er vertreibt tatsächlich mit diesem Schreien und mit seiner Aggression den Fuchs. Und Wut und Aggression muss nicht schlecht sein, kann schlecht sein. Und für uns liegt der Fokus darauf, was ist Respekt, was ist Freundschaft? Und wie schafft man es eigentlich, seine Wut in den Griff zu kriegen? Nils, der kleine Systemsprenger, kommt zurück und ist ein ganz anderer. Also, es gibt einfach sehr viele Figuren, viele Gänse. Vögel sind per se schwierig für Puppe, weil die Anatomie nicht so leicht ist, in Figuren zu transferieren. Dann haben wir uns für die Welt des Papiers entschieden. Und der Nils macht eine große Reise. Das heißt, es wechselt permanent die Kulisse. Und wir haben nach was gesucht, was uns erlaubt, diese Jahreszeiten, die Reise durch Schweden zu erzählen. Und sind auf eine Metaebene gekommen, die für uns das Papier war. Hallo, meine Geschichte ist fast fertig. Es fehlt nur noch ein winziges Stück. Dann kann es beginnen. Und wir haben die Geschichte im Prinzip gesetzt in ein Papieratelier. Fertig! Die Svea hat in ihrem Papieratelier diese Geschichte vorbereitet und erzählt sie halt mit all diesen Mitteln des Papiers und der Pappe und des Holzes. Wir haben einen wunderbaren, riesengroßen Bühnenanhänger, mit dem wir überall hinfahren können. Es ist kein kleiner Outdoor-Anhänger, sondern es ist eine richtig große Konzertbühne, auf der wir unsere Stücke spielen. Das heißt, wenn ihr uns bucht, kommen wir gern mit Auto und Hänger, schlagen den auf bei euch auf dem Schulhof, auf dem Stadtfest und dann wird Theater gespielt.